Der Polylux e.V. ist so eine kleine Perle auf dem Datzewerk. Und ich finde das großartig, die Projekte, die Ideen, wie sie Menschen mit einbeziehen, wie sie in den Menschen auf Augenhöhe mit den Menschen in Kontakt kommen. Und ja, deswegen zieht es mich immer wieder hierher hin und ich gucke mal, was es hier so zu erleben gibt und was man hier alles so ja, findet und entdecken kann. Polylux e.V. sind für mich 10 Jahre Datzeberg rocken, 10 Jahre schöne Sachen machen. Das ist ja auch deren Slogan, mach was Schönes. Und Polylux sind für mich persönlich ganz gute Freunde geworden, die ich nicht missen mag. Der Polylux e.V. feiert Geburtstag. 10 Jahre soziales und kulturelles Engagement mit Leib und Seele für den Datzeberg. Kaum ein Verein, der für seinen Stadtteil so identitätsstiftend ist wie der Polylux. Als am 16. November 2008 eine Handvoll Unerschrockener den Verein aus der Taufe hob, fehlte es auf dem Datzeberg an vielem, vor allem aber an Selbstbewusstsein. Nach Jahren des Verlassen- und Vergessenwerdens galt es, etwas Licht in die dunklen Visionen der Zukunft zu bringen. Wir haben den Datzeberg als Stadtteil entdeckt, der uns irgendwie angezogen hat, der sehr liebenswert ist und wo wir uns einbringen wollten, wo wir auch Bedarfe gesehen haben und haben dann den Verein gegründet, um das machen zu können. Und wie kann man hier zusammen was Schönes machen, dass es einfach heller und bunter wird, dass ich Schönheit entwickeln kann und ja, so ein bisschen auch so ein Image von, ja, das ist halt so ein Plattenbauviertel, weggeht hin zu, das ist ein schöner Ort hier zu wohnen. Dass wir Menschen zeigen dürfen, dass sie wertvoll sind und dass sie was können. Und genau, ich glaube, das ist das Wichtigste bei allem, was wir tun. Etwa 400 Menschen sind nach eigenen Angaben auf die ein oder andere Weise mit dem Polylux verbandelt. Immerhin ein Zehntel der heutigen Einwohner. Der Datzeberg hat Dorfcharakter, sagen seine Bewohner und sehen darin eine Chance für Zusammenhalt und Gemeinschaft. Wer diese Chance nutzen will, singt etwa in der Schallplatte, dem Chor vom Datzeberg oder engagiert sich in einem anderen Polylux-Projekt. Rückschau ist manchmal schmerzlich, also wird der Blick nach vorn gerichtet und die Jugend mitgenommen. Auf gegenseitiges Vernetzen wird hier Wert gelegt und das geht am effizientesten mit modernen Medien. Ein eigenes Musikvideo oder die Bibel erzählt in Form von kurzen Videoclips. Wenn ihr nämlich von dieser leckeren Frucht probiert. Zwei Projekte, die auch außerhalb des Viertels auf ein großes Echo stießen. Wir wünschen uns, dass die Sachen, die passieren, frisch sind und irgendwie am Puls der Zeit sind. Und ja, zum Beispiel YouTube-Videos oder so passt gerade. Und vielleicht ist es bald nicht mehr so, dann gucken wir mal, was wir dann machen. Wir sehen die Projekte, die wir machen, und da passiert viel Gutes, aber wir sehen die eher als Bühne sozusagen für Beziehungen und für gelungene Freundschaften, für Begegnungen mit den Leuten hier, möglichst auf Augenhöhe. Und wenn das passiert und wenn wir sehen, dass Menschen wachsen und vielleicht auch inspiriert werden, dann ist das Erfolg für uns. Mit dem Motto »Mach was Schönes« ruft der Polylux zur Verbesserung der Situation im Stadtteil, aber auch zur eigenen proaktiven Lebensgestaltung auf. Dabei hatte auch der Verein nicht alle seine Geschicke selbst in der Hand. Bei der Finanzierung ist man auf Spenden und Stiftungsgelder angewiesen. Solange die vorhanden sind, kann sie weitergehen. Die Stadtteilarbeit auf dem Datzeberg. Ja, also so lange, wie wir Bedarfe finden, auf die wir reagieren können und so lange, wie wir gerne hier sind. Aber ich denke, wir sind noch sehr lange und sehr gerne hier und sind nicht gekommen, um sofort wieder zu gehen, sondern um zu bleiben. Ich glaube, wir haben viel bewegt, auch schon innerlich bei Menschen, dass der Datzeberg aktiver wird. Und ich hoffe, dass das noch viele Jahre von uns begleitet und mit uns zusammengestaltet wird hier auf dem Datzeberg. Gerne auch über uns hinaus. Das muss ja nicht Polylux heißen, damit was Schönes rauskommt. Es gibt ja ganz viele tolle Menschen, die hier wohnen, die gar nicht Teil von Polylux sind und die auch tolle Sachen machen. Und ich denke und ich hoffe, dass der Datzeberg das weiterhin haben wird, die nächsten 50 Jahre. Ja.